Wir kommen damit zum letzten inhaltlichen Programmpunkt des heutigen Abends, der aber auch, denke ich, recht sehr spannender ist, nämlich der Diskussion über Netzpolitik mit Abgeordneten und solchen, die es noch werden wollen, zum österreichischen Nationalrat. Wir werden jetzt mehr Zeit haben, als wir bei den übrigen Beiträgen den heutigen Tag über gehabt haben, nämlich bis 19 Uhr, um über Netzpolitik und die Herausforderungen für die nächsten Jahre zu diskutieren. Dazu ist zu sagen, die Diskussion wird bis ca. 19 Uhr dauern. Es ist aber so, dass der Herr Abgeordnete Ickrath zu einer anderen Veranstaltung dann noch muss und deswegen 20 Minuten vor 7 schon verlassen muss. Das heißt, Fragen an ihn bitte möglichst dann am Anfang und dann haben wir mit den anderen noch 20 Minuten Zeit, um weiter zu diskutieren. Vom Organisatorischen her ist einerseits zu sagen, dieser Programmpunkt wird live ins Internet gestreamt und ist auch übers Netz damit verfolgbar. Und zum Ablauf her haben wir es so vereinbart, dass jeder der Diskutanten zuerst einmal circa 3 Minuten Zeit hat, um generell ein Statement abzugeben, zu erklären, was die netzpolitischen Herausforderungen aus Sicht der jeweiligen Partei oder der eigenen Position her sind. Und man dann nach diesen einleitenden Statements möglichst bald in die Diskussion mit dem Publikum, also mit euch, übergehen und dann einfach miteinander darüber diskutieren, welche Themen brennend und interessant sind und welche Fragen wir geklärt haben wollen. Damit darf ich auch schon die Diskussionsteilnehmer vorstellen. Von der SPÖ ist Sonja Ablinger bei uns. Gleich neben ihr Wieland Alge von den NEOS. Der Herr Bachheimer vom Team Stronach hat uns zugesagt, hat es allerdings bisher noch nicht einrichten können, zu uns zu kommen. Vielleicht ändert sich das noch im Laufe der Diskussion. Der Platz ist jedenfalls reserviert. Dann daneben Christopher Klee von der Piratenpartei, Werner Herbert von der FPÖ, Michael Ickrath, der hat das Tafel nach unten gestellt, schon in Ordnung, von der ÖVP, Justizsprecher, und Albert Steinhauser von den Grünen. Von der Reihenfolge des Statements her würde ich vorschlagen, dass wir einfach in alphabetischer Reihenfolge durchgehen und darf gleich Sonja Ablinger das Wort geben. Hallo? Ja, jetzt. Ja, noch einmal schönen guten Tag. Haben Sie ja schon gesehen tagsüber. Und weil es im Fernsehen ist, sozusagen mache ich Werbung für diese Veranstaltung. Also ich war den ganzen Tag da. Wer jetzt zu Hause sitzt, morgen unbedingt kommen. Es ist wirklich eine spannende Veranstaltung zum zweiten Mal. Ich war letztes Jahr, also Kompliment. Ich finde die Breite der Themen toll und den Diskurs wahnsinnig spannend. Werbeeinschaltung beendet. Danke für die Einladung. Also erstens würde ich mir auch für die Zukunft wünschen, dass man zum Beispiel nicht immer so geschlechterbezogen, wie es da jetzt ausschaut, diskutieren über die Netzpolitik. Ich glaube, dass vielleicht einer der großen Wünsche hätte für die nächsten 5 Jahre, dass man irgendwie auch in der Netzpolitik mehr Frauen sind, die da mitreden. Da gibt es viele, aber das ist nach wie vor ein extrem männlich besetztes Thema. Insgesamt haben wir als SPÖ haben wir ein Positionspapier dazu geschrieben, das heißt irgendwie Let the Sunshine In, wo verschiedene Bereiche der Netzpolitik definiert sind, was das für uns heißt, welche Herausforderungen es für die Zukunft sind. Das kann man grundsätzlich abrufen. Das jetzt nur vorweg. Ich glaube, was die entscheidende Herausforderung ist, das Netz ist ein Ort der Kommunikation, der Kooperation, der Kreativität, des Austausches auf der digitalen Ebene und das zu sichern, Barrieren abzubauen, zu gewährleisten, ist insgesamt die große Herausforderung. Und wir haben am Vormittag schon diskutiert, dass Netzpolitik ist Sozialpolitik, ist Wirtschaftspolitik, es ist Frauenpolitik, es ist Bildungspolitik und Forschungspolitik und trotzdem ist sie, muss man auch dazu sagen, auch in meiner eigenen Partei manchmal nur so ein bisschen in der Randständigkeit. Und die große Herausforderung ist meines Erachtens das, dass wir die Netzpolitik sozusagen raufkriegen in die Bedeutung, die dieses Thema braucht.
zu einigen konkreten Themen, weil die Frage auch war, sozusagen, was in den kommenden Jahren die Herausforderungen sein wird. Ich möchte ein paar Sachen anschneiden. Das erste wird sein, meines Erachtens, Netzneutralität. Da gibt es einen aktuellen Entwurf jetzt auf europäischer Ebene, der aber unserer Analysen nach nicht dem entspricht, was Netzneutralität ist, also wirklich neutrales Netz, sichert dieser Vorschlag nicht. Ganz interessant dabei finde ich, dass das gemeinsam kombiniert wird mit Roaming, also das ist jetzt sozusagen ganz groß, also Roaming-Gebühren werden abgeschafft und ein bisschen wird Netzneutralität. Da bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, ob das nicht ein bisschen ein Trick ist, weil Roaming ist total unbeliebt und da kann man irgendwie eine Novelle halt gut durchtragen. Und dass bei der Netzneutralität man etwas ändert, was dann nicht netzneutral ist, das geht dann unten durch. Aber das wird eine Herausforderung sein, vor allem weil das ein extrem technisches Thema ist, dass man das übersetzt. Übersetzungsleistung ist da enorm wichtig, weil man Netzneutralität halt erst dann merkt, wenn man es nicht mehr hat, wenn sie weg ist. Und vorher ist es kein Thema. Das ist, glaube ich, für uns ein großes Thema. Zweiter Punkt ist Breitbandausbau, weil niemand hat was vom Netz, wenn sozusagen die Hälfte keinen Zugang hat. Also der Breitbandausbau sozusagen im Sinne eines öffentlichen Versorgungsauftrags Zugang zum leistbaren, relativ schnellen Breitbandnetz für ganz Österreich wird eine große Herausforderung sein. Wir haben auch schon diskutiert, ein bisschen am Vormittag, Joe Bart hat das ja vorgestellt, Transparenzgesetz. Das ist sozusagen etwas, muss man auch kritisch bei uns logischerweise sehen. Da hat es zuerst ein bisschen Ankündigungen gegeben und dann ist da der Schwung herausgegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das wieder Thema wird. Aber das ist ein Thema sozusagen, wo man jeweils auch innerparteilich den Druck erhöhen muss. Und großes Thema Urheberrechtsreform. Insgesamt, ich glaube, es ist ja heuer auch Überschrift, Urheberrecht ist sozusagen der Schwerpunkt da. Da gibt es tatsächlich große Unterschiede an den Positionen. Uns geht es im Wesentlichen darum, dass keiner sagt sozusagen, das Urheberrecht wird abgeschafft werden, sondern es geht um die Frage der digitalen Aussöhnung. Ein neuer Interessensausgleich, die Ingrid Gogel hat das heute in einem Vortrag gesagt, verstoßen Sie einmal nicht gegen das Urheberrecht, ist gegenwärtig die Sachlage, aber wir müssen wieder dorthin kommen, dass das Urheberrecht im Alltag keine Rolle mehr spielt. Und diese Herausforderung auf der Ebene, was kann man in Österreich dazu machen, was ist europarechtlich notwendig, wird sozusagen das Entscheidende sein. Ich bin schon zu lange her, schon auf. Nur ein letzter Satz. Sascha Lobo hat am Donnerstag auf einem Vortrag ganz was Witziges gesagt. Also die Erwartungen, die er an die Politik hat, die wären sozusagen Dialog, Strategie und Entscheidung. Und das erwartet er sich in dieser Reihenfolge. Nicht umgekehrt. Ich finde, das war eine gute Idee. Und das wird es für uns auch brauchen. Also es braucht einen breiten Dialog und einen transparenten Dialog und dann eine Strategie zu entwickeln und eine Entscheidung. Weil ich glaube, dass zum Beispiel gerade im Urheberrecht, das ist eine Politik, für das geht extrem weit auseinander. Das ist sehr hochgekochtes Thema. Im Wahlkampf traut sich dann ohnehin oft schon niemand mehr was sagen, weil das sozusagen so hochkocht. Das finde ich eigentlich schade, weil das ein Thema ist, das für alle extrem wichtig ist. Und ja, das wären so jetzt einmal der Blickpunkt so auf die nächsten 5 Jahre, was Herausforderungen wären. Wunderbar, dann hole ich jetzt Zeit auf. Nein, mache ich nicht. Ich mache manchmal so komische Geräusche, das ist nicht nur, weil ich schlecht erzogen bin, sondern weil ich tatsächlich noch grippig bin. Was machen wir? Was machen wir mit unserer furchtbaren Situation? Also ich selber mache jetzt seit 14 Jahren IT-Security, bin zum Berufsparanoiker geworden und habe immer gehofft, dass ich wirklich paranoid bin. Dass man den Großteil vielleicht wirklich nur einbildet. Leider hat sich herausgestellt, ich habe recht gehabt. Und alle meine schlechten Nächte waren zu Recht. Und wenn man sich Gedanken macht, auch unter anderem ein Grund, warum das dann letztlich in die Politik gegangen bin und warum es zunächst mal sachlich geht, sind einmal 4 Punkte, einen gläsernen Staat anstatt gläserne Bürger zu schaffen, Netzneutralität zu erhalten, dann bei der Datensicherheit, was wir vorher schon angesprochen gehabt haben, dass es tatsächlich Sanktionen gibt für Leute, die eure und meine Daten missbräuchlich verwenden oder fahrlässig verlieren. Und zwar aber nicht nur für Unternehmen, sondern gerade auch für Behörden. Ich als in Tirol, nicht Eingeborener, aber Einheimischer, habe ja glücklicherweise meine Sozialversicherungsnummer und mein Geburtsdatum
muss jetzt nicht mehr darüber nachdenken, ob das personenbezogene Daten sind, weil die hat die DGKK freundlicherweise veröffentlicht. Passiert ist natürlich nichts. Also eine knappe Entschuldigung, aber nur knapp. Vorratsdatenspeicherung soll man aussetzen. Das wirklich Wichtige ist aber, dass man die Hoheit über diese ganzen Aktivitäten, die da im Hintergrund laufen, von den Behörden und von hinter verschlossenen Türen, wie wir vorher gehört haben, durch Behörden in die Politik überhaupt bringen. Was? Derzeit entscheiden irgendwelche Typen, die wir nicht kennen, darüber, was man dann tatsächlich macht. Wir glauben zwar, dass das Ganze halbwegs öffentlich ist, aber es ist nicht. Ja? Das heißt, wir müssen das Ganze wirklich ernsthaft ins Parlament bringen und auch im Parlament dafür sorgen, dass die Behörden sich daran halten. Sorry. Okay, ich schließe mich ein bisschen an einer Sache, die Sonja gesagt hat, nämlich für mich ist die wichtigste, oder für uns ist die wichtigste Herausforderung, klarzustellen, dass Netzpolitik keine Nischenmaterie ist, sondern dass das Grundrechte betrifft und damit uns alle und dass die Frage, ob die Chancen und die Gefahren, die uns da von Fortschritt, von der Technologie, vom Internet im Speziellen eröffnet wurden, ob die wahrgenommen werden oder nicht, ist wirklich eine Grundsatzentscheidung für die Demokratie. Netzpolitik ist all diese Materien, die wir gehört haben, aber gleichzeitig eben auch die Frage nach der Machtverteilung im Staat. Quasi Emanzipationspolitik. Werden wir diese Möglichkeit nutzen, um allen Menschen mehr Einblick darin zu bieten, was passiert in Politik, Verwaltung und Wirtschaft, mehr Mitbestimmungsrechte zu bieten, freies Wissen und freie Kultur zu verbreiten, die informationelle Selbstbestimmung aufrechtzuerhalten und die Netze auch in Nutzerhand zu geben? Oder wird das alles genutzt, um den Mächtigen noch mehr Macht zu verleihen? Einerseits dem Staat, durch Überwachung, durch Vorratsdatenspeicherung, durch Zensurmaßnahmen, wodurch die freie Meinungsäußerung ausgehöhlt wird, wodurch die Unschuldsvermutung ausgehöhlt wird, wodurch die Privatsphäre und Menschenrechte bedroht werden. Aber auch großen Konzernen durch eben fehlende Festschreibung der Netzneutralität oder durch schwachen Datenschutz, dass unsere Daten zur Ware werden. Und drittens, und auch ein restriktives Urheber- und Patentrecht, das betrifft auch die Macht der Konzerne. Und drittens eben, ob die Technologie die Menschen beherrschen wird in der Zukunft oder wir die Technologie. Also ob alle Menschen die richtige Kompetenz mitbekommen, auch mit Werkzeugen wie Facebook und so mündig umzugehen, beziehungsweise Alternativen dazu zu finden. Oder ob umgekehrt Algorithmen Big Data analysieren und Unbescholten ins Fadenkreuz nehmen, weil sie sich nicht so benehmen, wie irgendwer definiert, ist normal. Und das Neue an der Situation ist, dass diese Gefahren so akut und so groß wie nie zuvor sind. Die Chancen weiterhin ungenützt und die Gefahren so akut wie nie zuvor. Wenn Konsens über diese Grundsätze bestehen würde, dann glaube ich, werden die Detailentscheidungen sich daraus ableiten lassen. Und das Wichtige ist halt, dass dieser Konsens nicht nur auch bei uns hier am Panel und bei euch hier existiert, sondern von Bundeskanzlerkandidatin abwärts bis in die Basis aller Parteien. Und da ist halt die Frage, wie kommen wir dazu? Einerseits natürlich durch den Aufwand all dieser Herrschaften, die hier sitzen, Name, durch gesellschaftlichen Druck, aber irgendwie leider gerade dieser Fall von Prism und all diesen Enthüllungen zeigt, dass da nicht so viel gesellschaftlicher Druck ist, wie wir gern hätten, aus welchem Grund auch immer. Wir haben versagt oder die österreichische Kultur stellt dem irgendwas im Weg und die Leute werden gerne überwacht. Aber da sehe ich jetzt nicht so die akute Lösung auf uns zukommen. Und jetzt kommt ein bisschen Wahlwerbung. Die andere Abkürzung, glaube ich, die wir haben, ist, wenn eine Partei in Parlamente einzieht, die das wirklich in den Vordergrund stellt und nicht nur Netzpolitik unter ferner liefen, sondern Netzpolitik als Gründungsinhalt hat. Danke. Ja, auch einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich kann mich dem, was meine Vorrednerin und die Vorredner hier ausgesprochen haben, recht viel abgewinnen, jetzt abgesehen einmal davon, von der Paranoidität des Kollegen von der NEOS und auch der Wahlwerbung von meinen Vorrednern.
Alles sind wichtige Themen, aber ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei wirklich wesentliche Punkte zu klären. Das erste, das Bewusstsein für Datenschutz in der Bevölkerung bei den Nutzern zu schärfen und auch zu vermitteln, was damit alles zusammenhängt. Jetzt leben wir in einem Land, wo Datenschutz nicht nur ein politisches Thema ist und daher auch eine entsprechende Breitenwirkung hat, sondern wo das auch durchaus, will ich einmal behaupten, in den Köpfen vieler Menschen schon verhaftet ist. Aber wenn wir einmal über den Tellerrand hinausblicken, wenn wir jetzt einmal von dem mitteleuropäischen Raum weggehen und nur in den Randbereichen der EU uns einmal umschauen, was dort der Datenschutz für einen Stellenwert hat, von Amerika, Russland und dem asiatischen Raum will ich gar nicht erst reden, wo gerade dort die meisten Programme herkommen und die meisten Server stehen und die wenigste Kontrolle über die Datenanwendungen und die Datenverkehre, die hier international ablaufen, bestehen, dann denke ich, bevor wir hier über Details unterhalten, sollten wir erst einmal klären, wie können wir dieses Bewusstsein bei der Bevölkerung schärfen. Und dann komme ich gleich zum zweiten Punkt. Wie machen wir es möglich, dass das, was dann aus dieser Bewusstseinsbildung herauskommt, nämlich, dass wir ein transparentes Internet wollen, dass wir transparente Datenströme haben wollen, dass wir auch sicherstellen sollen, was mit den Daten, die hier alltäglich ins Netz gestellt wird, auch wirklich passiert. Wie machen wir das dann zugänglich und vor allem sanktionierbar im Falle einer missbräuchlichen Datenverwendung? Und das, glaube ich, ist die größte Herausforderung, nämlich diese internationale Sicherstellung, dass man sicherstellen kann, meine Daten sind sicher und wenn ich etwas in das Netz stelle, egal ob das eine Korrespondenz mit meiner Ehefrau ist oder ein Blog in irgendeiner Webseite, eine Nachricht auf Facebook oder sei es nur eine Datenvernetzung von Geodaten in Google, dass ich dann sagen kann, wenn ich das nicht haben möchte, dass dann das auch vernetzt genommen wird. Und ich glaube, hier liegt die Herausforderung für die Zukunft, für die nächsten Jahre, gerade in einem dynamisierten Datennetz mit internationaler Struktur. Und hier sollten wir daran arbeiten, neben den kleinen Problemen, die wir in unserem eigenen Land lösen können, aber jedenfalls sicherstellen, dass diese internationale Willensbildung, diese internationale Sanktionierungsoption, aber auch diese internationale Bewusstseinsschärfung jedenfalls voranschreitet. Danke sehr. Ich freue mich auch, da zu sein. Eine Reihe kennen mich ja zwar nicht persönlich, aber wohl aus den Social Medias. Ich bemühe mich auch dort, regelmäßig meine politischen Positionen zu kommunizieren, durchaus auch kontroversiell zu kommunizieren. Aber das ist die Essenz der Politik, dass man vor allem diskutiert. Und solange die Bereitschaft da ist, es konstruktiv zu tun, macht es es spannend. Ich habe einen Grundsatz, der meine politische Leitlinie darstellt. So viel Freiheit wie möglich und so viel Sicherheit wie notwendig. Wenn man will, kann man auch nur so viel Sicherheit wie notwendig hinzusetzen. Ich bin tief überzeugt, dass eine liberale Gesellschaft das beste Modell einer demokratischen Gesellschaft ist. Und da sind Grund- und Freiheitsrechte des Bürgers eine ganz essentielle Stärke, die wir haben. Eine Stärke, die über sehr lange Zeit sehr hart und zum Teil auch blutig erkämpft wurde und in anderen Teilen der Welt nach wie vor nicht existiert und noch das Bemühen da ist, sie zu erkämpfen. Das ist also etwas sehr Ernsthaftes, für mich paradox, dass die erste Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte, die Declaration of Rights of Virginia 1776 war, also in der USA stattgefunden hat, und die Erklärung des französischen Nationalkonvents zu den Bürgerrechten erst sozusagen 1789 stattgefunden hat.
Jedenfalls sind Menschen- und Bürgerrechte und das Recht des Individuums auf Freiheit vor Einblicken und Eingriffen des Staates als Regel und nur im Ausnahmefall unter ganz gewissen Bedingungen es aufgehoben zu wissen, ein für mich essentielle Aufgabe als Parlamentarier sicherzustellen, dass das so bleibt. Und zwar in allen Feldern des Lebens. Ich betone, in allen Feldern gesellschaftlichen Lebens. Wir haben daher in den nächsten Jahren eine enorme und wahrscheinlich extreme Herausforderung zu bestehen politisch, nämlich die Frage zu beantworten und ich hoffe im Sinne dieses Freiheitsrechts zu beantworten, wie kann ich im Internetzeitalter sicherstellen, dass der Schutz der Privatsphäre, der konsequente Schutz der Privatsphäre, weiter etwas ist, auf das sich Bürgerinnen und Bürger verlassen können und der Staat mit seinen Institutionen, und da meine ich vor allem den Rechtsstaat und die Judikatur, sicherstellen kann, dass wir das auch beibehalten. Und da hat das Parlament eine zentrale Aufgabe. Es ist für mich relativ wurscht, weil ich konfrontiert wurde vom Kollegen von den NEOS, dass irgendjemand gesagt hat, aus der ÖVP, dass wir die Vorratsdatenspeicherung nicht ändern werden, wer das war und warum er das gesagt hat. Es wird sich jeder in allen Parteien, hoffe ich, auch in der ÖVP, daran wieder zu orientieren haben, was der Gesetzgeber sagt. Nicht, was die Exekutive sagt. Es ist ein legitimes Anliegen von auch eines Innenministers, seine Interessen zu vertreten. Aber die Entscheidung, ob wir die Vorratsdatenspeicherung novellieren oder nicht und wie wir sie novellieren, liegt beim Parlament. Und ich sage als Vorsitzender des Justizausschusses, wir werden sie novellieren. Wir warten nur mehr auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und dann werden wir sie nach meiner Intention wieder auf den Kern dessen, was sie ursprünglich sein sollte, zurückführen. Nämlich ein Mittel, das ausschließlich der Terrorbekämpfung und der Bekämpfung des großorganisierten Verbrechens dient und daher entsprechend neu definiert und eingeschränkt werden wird. Ein letztes Wort zum Transparenzgesetz. Es ist auch bekannt, ich kämpfe auch über die Fraktionen mit für ein Informationsfreiheitsgesetz. Es ist uns leider nicht gelungen, das in der letzten Legislaturperiode mehr über die Bühne zu bringen. Na, ist schade, aber damit steht es wieder ganz an der Spitze der Agenda in der neuen Legislaturperiode. Und wir müssen es schaffen, und damit schließe ich mein Eingangsstatement, dass wir den Parlamentarismus stärken, weil wo Sie alle vertreten sind, ist nicht durch einen Minister, ist nicht durch den Kanzler, auch wenn das so ausschaut, als wenn wir jetzt Kanzlerwahlen hätten, sondern durch Ihre Abgeordneten. Die sind Ihnen rechenschaftspflichtig und die vertreten Sie. Das heißt, wir müssen die Gestaltung der Freiheit der Gesellschaft, des Schutzes der Privatsphäre auch für die gesamte Internetwelt wieder künftig vor allem im Parlament ansiedeln. Dafür trete ich ein. Das ist auch eigentlich der Grund, der Hauptgrund, warum ich noch einmal kandidiere. Ich glaube, es ist einmal wichtig, über die Dimension der Umwälzungen zu reden, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Die Revolution der Kommunikationstechnologien hat alles verändert. Was wir jetzt brauchen, ist die gleiche Revolution bei den Grundrechten. Dort fehlt sie nämlich noch. Die Datenspeicherungswut ist ja in zwei Segmenten ausgeprägt. Im einen in der Wirtschaft, weil Daten das neue Gold sind, und auf der anderen Seite beim Staat, weil der alles wissen will. So, dem müssen wir was entgegensetzen. Was wollen wir? Ein erster wichtiger Schritt ist die Evaluierung aller Überwachungsgesetze nach Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit. Dort, wo Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist,
wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern ihre Rechte zurückgeben. Dort, wo gewisse Maßnahmen aufrecht bleiben sollten, wollen wir den Rechtsschutz stärken. Die Auseinandersetzung und der Kampf um Überwachung ist eines der urengsten grünen Anliegen seit 20, 25 Jahren. Und deswegen, lieber Christopher Klee, kann ich auch nicht akzeptieren, wenn du sagst, bei allen anderen Parteien laufen diese Themen unter ferner Liefen. Das ist schlicht nicht richtig und nicht fair. Ich habe einen anderen Zugang. Ich freue mich, dass ich jetzt 5 Datenschutz- und Netzpolitikerinnen, Kolleginnen hier sitzen habe, die sehr viele gute Dinge gesagt haben. Wenn sie das gleich in den nächsten Jahren im Parlament vertreten, werden wir viel weiter bekommen. So sehe ich das. Der zweite Punkt ist, ja, die Grünen sind breiter aufgestellt. Ich halte es aber auch für notwendig, weil Netzpolitik und Datenschutz ist eben nicht irgendein Thema, das man isoliert sehen kann, sondern in allen Bereichen spielt es eine Rolle. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, wo sich das zeigt. Das war bei der Debatte um die Smart Meter und den intelligenten, unter Anführungszeichen, intelligenten Stromzählern. Das fällt bei uns in den Umweltbereich und da ist die Umweltsprecherin Brunner zuständig. Da hat es ein Gesetz gegeben, da war gleichzeitig drin das Atomstromimportverbot. Ja? Das ist ungefähr das, was die Grünen seit 170 Jahren, wenn es uns so lang gäbe, fordern. Das werden alle anderen bestätigen. Sensationell. Gleichzeitig waren Regelungen zum Smart Meter drin. Meine Umweltsprecherin, Kollegin, ist zu mir gekommen und hat gesagt, Albert, wir haben was Tolles im Umweltbereich erreicht. Aber beim Smart Meter schaut es nicht gut aus. Und der Christiane Brunner war klar, obwohl sie Umweltsprecherin ist und das seit 170 Jahren fordert, dass wir auch beim Smart Meter erfolgreich sein müssen, damit wir dem Gesetz zustimmen. Und am Ende, weil sie mitgedacht hat und nicht gesagt hat, okay, passt, nehmen wir, am Ende ist die Anschlusspflicht für die Smart Meter gefallen, weil wir das mit ÖVP und SPÖ, gibt das dann gleich weiter, hineinverhandeln konnten. Ja? Deswegen glaube ich, ist eine gewisse Breite durchaus hilfreich. Bin ich schon drüber? Gut, dann sage ich noch 3 Schlagworte, damit wir das abrunden, das Bild. Datenschutz ganz zentral, eine starke europäische Datenschutzverordnung, beziehungsweise wenn es die nicht gibt, einen starken innerösterreichischen Datenschutz mit einer starken Datenschutzbehörde. Uns nutzt der ganze Datenschutz nichts, wenn die Datenschutzbehörde ein Stubentiger ist. Und das ist sie im Moment leider, weil die Ressourcenausstattung nicht passt. Also ganz klar, Transparenz. Was wird gespeichert, wo wird es gespeichert, wie lange wird es gespeichert, Opt-in vor Opt-out, Privacy by Default, all das sind Dinge, die in einem Datenschutzgesetz verankert werden sollen. Oder, dritter Punkt, kurzer Ausflug in die Verkehrspolitik. Ich bin dagegen, dass es Autobahnen gibt, wo die mehr zahlen, eine eigene Spur bekommen. Jeder in Österreich wird sagen, das geht nicht. Es kann nicht sein, dass einer, der mehr zahlt, eine privilegierte Spur hat, wo er überholen kann. Sage ich richtig. Aber das Gleiche wird im Internet geplant, wenn die Netzneutralität fällt. Dann gibt es eine Autospur, wo die mehr zahlen, schnellere Daten übermittelt bekommen. Wollen wir nicht. Also Netzneutralität am besten in Europa verankern, wenn es nicht klappt, dann innerstaatlich. Da gibt es einiges, was die Sonja Ablinger und ich erzählen können. Vielleicht in einer zweiten Runde hat sich was getan. Auch gleich mein Dank an die Sonja Ablinger. Kooperation ist alles. Letzter Punkt, ein Schlagwort noch und dann höre ich auf. Abschaffung des Amtsgeheimnisses, Transparenz, Open Data. Dankeschön. Danke vielmals für diese Eingangsstatements. Ich würde sagen, das Publikum hat sicherlich großes Interesse, Fragen zu stellen. Ich würde vorschlagen, wer Fragen stellen will, geht rüber zur Kollegin. Sie hat das Mikrofon und wird dann dort drangenommen in der Reihenfolge, wie man hingeht. Und während Sie da vielleicht eine Warteschlange bildet oder Sie die ersten Fragen finden, hätte ich gleich eine Frage und schlüpfe in meine Rolle als Obmann des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung und würde gerne den Herrn Ickrath und die Frau Ablinger fragen. Herr Ickrath, Sie haben gesagt, was zählt, ist das, was der Gesetzgeber sagt und nicht das, was die Exekutive sagt. Wir waren heuer mit einer Bürgerinitiative im Nationalrat und auch im Justizausschuss davor, wo 106.067 Menschen von dem Nationalrat gebeten haben, einerseits eine Evaluierung der Überwachungsgesetze durchzuführen in Österreich
und andererseits sich auf EU-Ebene gegen die Vorratsdatenspeicherung zu positionieren, sprich die österreichische Position gegen Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene festzulegen. Das Ergebnis der Bürgerinitiative war aus unserer Sicht relativ enttäuschend, weil schlussendlich der Justizausschuss und dann auch der Nationalrat beschlossen haben, dass die österreichische Bundesregierung sich an höchstrichterliche Urteile halten soll und diese möglichst rasch umsetzen soll, wenn sie gefällt werden. Zu unseren eigentlichen Anliegen, nämlich der Evaluierung der Überwachungsgesetze und der Positionierung auf EU-Ebene, wurde kein Beschluss gefasst. Und meine Frage ist jetzt, ist es wirklich schon so traurig bestellt um die österreichische Demokratie, dass man einer Regierung als Nationalrat sagen muss, ihr müsst euch an höchstgerichtliche Urteile halten und das Wichtiger und Prioritäre ist, als inhaltlich zu den gestellten Fragen Position zu beziehen? Ich habe im Rahmen der Enquete das sehr geschätzt, die sehr sachliche und konstruktive Arbeit, die wir gemeinsam dort geleistet haben. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein, das gestehe ich schon zu. Ich glaube aber, dass nachdem jetzt auch auf europäischer Ebene gerade im Augenblick die Datenschutzgrundverordnung ein zentrales Thema ist, und da hat sich jetzt auch einiges gedreht, weil noch vor den NSA-Skandal wurde der Entwurf bereits verwässert wieder. Jetzt scheint, hatte alles auch sein Gutes, deswegen ordentliche Schubkraft da, einen ganz strengen, jetzt eine Richtlinie zu machen oder eine Verordnung zu machen. Wir haben gesagt, es macht Sinn, auch vor dem Umfeld, jetzt das Urteil des EuGH abzuwarten, weil Datenschutz natürlich eine europäische Dimension zumindest hat, eigentlich hat sie eine globale, weil wir müssen uns auch einmal überlegen, wie wir das Völkerrecht anpassen, diesen berühmten Artikel 17. Aber die Vorratsdatenspeicherung haben wir in dem Kontext gesehen. Was ich zusage, ich habe das gestern auch aufgrund einer Diskussion bei der Wiener Anwaltskammer ausgesendet, und zwar als Club-Aussendung, nicht als Privataussendung, wir sind uns einig über die Parteien hinweg, jedenfalls in der Justizpolitik, dass wir die Vorratsdatenspeicherung novellieren werden, und zwar in einer ganz massiv einschränkenden Weise. Wie gesagt, dass sie auf den Kern dessen zurückgeführt wird, wofür sie ursprünglich auf europäischer Ebene gedacht, aber national zu weit gefasst wurde. Nur wir wollen warten, um nicht nachher, wenn ein europäisch anderes Urteil fällt, wieder eine Änderung vornehmen zu müssen. Das ist unsere Position. Ich halte die für eine vertretbare und sinnvolle. Aber entscheidend ist, dass wir sie novellieren werden. Also ich glaube, dass das, dieser Bereich der Vorratsdatenspeicherung einer von diesen Bereichen ist, was wir letztens auch diskutiert haben, dass es wahrscheinlich eher Einigung gibt der Netzpolitiker quer über die Parteien, als innerhalb der Parteien die Netzpolitiker sozusagen zu den Innenpolitikern. Ganz ehrlich, natürlich. Also das ist etwas, was bei uns innerparteilich und nimmer auch in der ÖVP unterschiedlich gesehen worden ist. Und da ist nach wie vor so, ich glaube, das ist natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung das etwas verändert. Ja. Aber natürlich ist es so, dass mit diesem Stichwort sozusagen Terrorismus, das ist sozusagen, wie nennt man das so, wie ein Glockerl, da geht dann auf einmal extrem viel. Das muss man so sagen, und das trifft auch Kritik an meiner eigenen Partei, was das betrifft. Aber es ist eben ein Bereich, wo es wahrscheinlich über die Grenzen in dem Bereich Einigung gibt, aber innerparteilich nicht. Es gibt, und darum sage ich es, natürlich gibt es bei uns einen Beschluss in der SPÖ, Evaluierung aller Sicherheitsgesetze, einen klaren Beschluss gibt. Es gibt jetzt noch mittlerweile einen Beschluss im Zusammenhang mit dem EuGH-Urteil, was die VDS betrifft. Aber erstens ist es so, Herr Kollege Ickert, also das ist eine Richtlinie, da ist immer nur die Frage, was kommt da jetzt aus der, sozusagen nach dem Urteil von der europäischen Ebene. Und es ist ja nicht so gewesen, dass, also von der Umsetzung her, haben wir durchaus gewisse Sachen kleiner umgesetzt als auf der europäischen Ebene. Aber das Entscheidende wird sicherlich sein, wie insgesamt das Urteil ausfällt und
ja, was wir dann damit tun. Es gibt, wie gesagt, innerhalb der SPÖ diese Position, aber das muss man auch noch auf den Boden bringen, muss man auch dazu sagen. Also da möchte ich jetzt nicht irgendwie was vorflunkern, weil klar sagt man in Wahlkampfzeiten manchmal etwas leichter, was nachher dann anders ist. Aber da gibt es noch, glaube ich, schon eine ganze Reihe von bei uns Überzeugungsarbeit, was dieses Thema betrifft. Insgesamt habe ich es aber auch auf europäischer Ebene seltsam gefunden, als letztes Jahr, war das letztes Jahr im Sommer oder vorletztes Jahr im Sommer, wo die schon angekündigt haben, sie werden das evaluieren, war vorletzten Sommer, glaube ich, und gleichzeitig, obwohl sie sagen, das passt nicht und sie evaluieren, gleichzeitig aber Länder sozusagen in Strafzahlungen auflegen, wenn sie noch nicht umgesetzt haben. Das finde ich insgesamt schon einen seltsamen Widerspruch, was das Thema betrifft. Ja, wie gesagt, jetzt werden wir abwarten, glaube ich, im November ist das Schlussplädoyer vom Anwalt. Und da wird man sehen, wir waren als SPÖ-Fraktion im Februar in Brüssel und haben unter anderem Vertreter von der Kommission Malmström getroffen. Und die haben zu uns gesagt, naja, also die Kritik gibt es eigentlich nur in Deutschland und Österreich an der VDS. Das gibt es in anderen Ländern gar nicht. Und der hat eingeschätzt eher, dass es so viel Änderung wird es nicht geben, möglicherweise in der Dauer, sozusagen der Dauer der Speicherung. Aber das sehen ja nur wir Österreicher so kritisch. Und das sei irgendwie sonst gar nicht so ein Problem. Und hat dann auch gesagt, es gibt manche, die wollen das nur sehr viel verlängern. Also wie gesagt, ja, da gibt es zunehmende klare Beschlüsse und kritisches Bewusstsein dagegen, aber ganz ehrlich, wir müssen das auch nur auf den Boden bringen. Politik heißt natürlich auch immer für was kämpfen und das stimmt schon, die Gegensätze gibt es, aber in den letzten Jahren wurde mit dem Keulenargument immer mehr Sicherheit ist immer besser, in Wirklichkeit sukzessive die Dimension der Freiheitsrechte eingeschränkt. Und das sehe ich als unsere Aufgabe, dass auch dann parlamentarisch, wer immer dann vertreten sein wird, kann ja dann spannend werden, wieder in eine Balance zu bringen. Aber noch keine klare Mehrheit für eine Zurückdrängung der Vorratsdatenspeicherung und Überwachung im Parlament derzeit? Ja, ich hab nur ganz ehrlich gesagt, ja, es gibt die klare Position. Es gibt den Beschluss, nein zur Vorratsdatenspeicherung und es gibt den Beschluss zur Evaluierung. Aber wie gesagt, the proof of the pudding is the eating. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zur nächsten Frage. Bitte. Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich da eigentlich nur höre, wie die Politik, die Politiker in der Vergangenheit und in der Geschichte versagt haben. Auf der einen Seite, dass es innerparteiliche Schwierigkeiten gibt. Von einem der wesentlichen Politiker hört man dann, eigentlich müssen die Bürger wissen, was Datenschutz ist und selber aufpassen. Vom Herrn Ikrat hört man, wie wichtig der Schutz der Privatsphäre ist, aber in Wirklichkeit verlässt man sich darauf, dass Gerichtsurteile notwendig sind, damit man politisch aktiv wird. Ich gehe eigentlich davon aus, dass der Staat den Bürger vor Gefahren zu schützen hat. Der Staat hat den Bürger auch vor Gefahren des Datenmissbrauchs zu schützen. Ich habe von keinem der Politiker gehört, zumindest von denen, die bis jetzt parlamentarisch vertreten sind, dass das ein wesentlicher Punkt ist, wo in der Vergangenheit viel zu wenig passiert ist und in der Zukunft viel mehr passieren wird. Ich würde mich freuen, wenn man das hört und nicht den Geschichtsvergleich zwar kriegt mit 1776 den Vereinigten Staaten, die einen Staat aufgebaut haben, der ursprünglich konzipiert war, dass sich der Staat vor dem Bürger fürchten muss. Bei uns ist es leider umgekehrt, aber ein demokratischer Staat ist derjenige, wo sich der Staat vor dem Bürger schützen muss und eben nicht umgekehrt. Das, was derzeit passiert, ist, der Staat wird immer mächtiger, der Bürger wird immer mehr Gefahren und Bedrohungen ausgesetzt, sowohl durch den Staat wie auch durch die Wirtschaft und es ist kein erkennbares Gegengewicht aus Sicht der Politik erkennbar. Und ich würde mich freuen, wenn zumindest die Netzpolitiker ganz vehement sagen, ja, wir haben zu wenig geleistet in der Vergangenheit und wir werden uns in Zukunft anstrengen, genau die wichtigen Punkte, nämlich den Schutz der Privatsphäre in den Vordergrund zu rücken. Das habe ich bis jetzt nicht gehört. Tut mir leid. Ja, war jetzt keine konkrete Frage, sondern ein Statement. Nächste bitte. Okay, danke schön. Meine Frage richtet sich direkt an den Herrn Ikrat. Sie sprechen immer von der Novellierung vom Vorratsdatenspeicherungsgesetz. Und haben auch dann konkret angesprochen, dass es so weit zurückgebaut werden soll, dass es den ursprünglichen Zweck der Terrorbekämpfung dienen soll. So irgendwie haben Sie das gephrased. Jetzt interessiert mich, was meinen Sie konkret mit dieser Novellierung? Ist es für Sie immer noch in Ordnung, dass man verdachtsunabhängig Bürger überwacht, im Gegenzug für den
Terrorismusschutz? Also wir haben jetzt, man muss ein bisschen jetzt fair sein, obwohl ich da selber ja, bekannt kritisch dem gegenüberstehe. Wir hatten früher auch bereits, also bevor wir die Vorratsdatenspeicherung gesetzlich umgesetzt haben, hat eins Österreich war sehr, sehr spät dran, weil wir uns lange Zeit dagegen auch sehr kritisch, wir haben das sehr kritisch beurteilt. Wir waren sehr spät dran in der Umsetzung. Dann allerdings, wir hatten vorher schon eine Speicherung, das darf man nicht übersehen. Es waren die Telekom-Unternehmen bereits vorher verpflichtet, Daten zu speichern. Und da war der rechtsstaatliche Zustand viel problematischer, weil es da keine klare Regelung gegeben hat, wann, unter welchen Bedingungen darf eine Staatsanwaltschaft, Polizei darauf zugreifen. Das ist jetzt sehr exakt geregelt, das geht nur mit richterlichen Genehmigung und auch Meldung an den Datenschutzbeauftragten und einer umfassenden Dokumentation im Einzelfall. Aus meiner Sicht ist die Regelung aber einzuschränken, jedenfalls auf Verdacht, aber wenn ein begründeter Verdacht ausschließlich terroristischer und organisierter Verbrechens Sachverhalte da ist. Jetzt können wir die Vorratsdatenspeicherung auch dann nach der Gesetzeslage in Anspruch nehmen, wenn es geht um Einbruchsdiebstahl und derartige Delikte. Das bedeutet also eine massive Einschränkung der Möglichkeiten der Behörden, auf die bevorrateten Daten zugreifen zu können. Und dass Daten bevorratet werden müssen, hat nach Auskunft der Telekom-Unternehmen damit zu tun, dass ich auch Reklamationen bearbeiten muss und daher über eine gewisse Zeit die Daten zu speichern habe. Das ist eine andere Baustelle. So, das heißt, Novellierung, Einschränkung der Zugriffsmöglichkeiten der Behörde, entsprechende natürlich Begründung dafür, die aber auf diese Verbrechensbilder jetzt glaubwürdig und substanziell zielen muss und außerdem völlige Transparenz gegenüber den beauftragten Behörden wie dem Datenschutzbeauftragten zu machen. Und ich gebe dem Kollegen Steinhauser recht, was wir brauchen, ist eine schlagkräftigere jetzt Kontrollinstanz wieder Datenschutzbeauftragte, aber vor allem die Datenschutzkommission. Da kann man überlegen, ob man nicht da auch Transparenz gegenüber der Datenschutzkommission schafft. Albert Steinhauser? Das verlangt nach Widerspruch. Also erstens, richtig ist, dass bisher schon Sicherheitsbehörden und Justiz zugegriffen haben, aber hochproblematisch, weil nämlich von den Telekom-Unternehmen Daten gespeichert wurden, die nicht gespeichert werden hätten dürfen und zweitens zu lange gespeichert wurden, wenn es Verrechnungsdaten waren. Die Behörden haben offensichtlich in einem Agreement auf diese Daten zugegriffen, aber aus einem illegalen Zustand abzuleiten, dass eine Gesetzesverschärfung, die etwas legalisiert, was vorher illegal war, besser ist, halte ich für falsch. Man hätte auch einen anderen Weg wählen können und sagen können, was nicht abgerufen und nicht gespeichert werden darf. Zweitens, der Kollege Ickert, ich schätze ja durchaus, dass ich erkenne, dass bei einem Abgeordneten eine gewisse Offenheit in Richtung Grundrechte entstanden ist oder immer schon da war. Aber dann muss man eine Frage sich genau stellen. Sie sagen, für Terrorzwecke. Es hat im letzten Jahr im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung genau eine einzige Abfrage im Zusammenhang mit einem Terrordelikt gegeben. Ist es verhältnismäßig und notwendig, dass Millionen Daten von den Bürgerinnen und Bürgern gespeichert werden wegen einer einzigen Abfrage? Nur eine ganz kurze Replik auf das. Das ist im Augenblick nicht als verhältnismäßig anzusehen. Auch im Sinne einer Güterabwägung würde ich dem nicht das Wort reden. Nur, wir wissen alle nicht, wie sich die Verhältnisse morgen, übermorgen und in einem Jahr darstellen. Und Gesetzgebung kann ich nicht nur von einer augenblicklichen Rahmensituation ableiten. Ich erinnere daran, dass auf europäischer Ebene die Vorratsdatenspeicherung eine Reaktion der Anschläge in Spanien und in Großbritannien war. Und da hat sich die Situation deutlich anders dargestellt. Derzeit sehe ich das so. Aber
Aus meiner Sicht ist es nicht notwendig, das Gesetz als Ganzes aufzuheben, sondern es eben auf diese Kernfunktion zurückzuführen. Und dann wird es eben nur einen Zugriff im Jahr geben. Und damit ist aus meiner Sicht die Privatsphäre der Bürger ja auch ausreichend geschützt. Es gibt dann die anderen 531 Zugriffe nicht mehr. Ja, Herbert. Ja, nur zwei Anmerkungen meinerseits. Erstens einmal, weil die Datenschutzbehörden, in dem Fall die Datenschutzkommission hier genannt wurde, also mit der Verwaltungsreform ist es ja so, dass die Datenschutzkommission in einer neuen eigenständigen Datenschutzbehörde aufgehen wird, mit neuen Möglichkeiten und neuen Kompetenzen. Und auch der Datenschutzrat, der das politische Beratungsgremium hier darstellt und dessen angenehme Freude ich habe, auch dem anzugehören, ist auch damit einhergehend aufgewertet worden und hat hier zusätzliche Rechte und auch zusätzlich zukünftig die Möglichkeit, hier auch Gutachten zu erstellen, wo hier neue Möglichkeiten geschaffen wurden, die bisher kritischen Anmerkungen des Datenschutzrates nunmehr auch in einer rechtlichen, sage ich mal, Darstellung hier weiter zu transportieren. Und die zweite Sache, weil hier angesprochen wurde, Vorratsdatenspeicherung, also hier haben wir, und damit meine ich meine Fraktion, uns ja von Anfang an klar gegen die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Nicht, weil wir nicht den schutzwürdigen Interessen eines Terrorschutzes dem uns entgegenstehen, sondern weil wir meinen, dass es darüber hinaus zur Vorratsdatenspeicherung andere geeignete Möglichkeiten gibt. Es gibt da beispielsweise das in Deutschland favorisierte Quick-Freeze-Verfahren, wo man auf diese ohne dies aus wirtschaftlichen Zwecken von den Telekommunikationsunternehmen gespeicherten Daten der Nutzer mittels richterlichen Befehls, richterlichen Beschluss in einen vom Richter definierten eingeschränkten Ausmaß ohne dies auch zugreifen könnte. Das heißt, es würde keine Vorabspeicherung generell erfolgen und damit alle Benutzer, alle Internet, Telefonie oder sonstige virtuellen Nutzer hier vorab einer pauschalen Verdächtigung unterzogen werden, sondern man geht hier einfach aufgrund eines Anlassfalles, der gerichtlich bestätigt und auch über gerichtlichen Auftrag festgelegt wird zu den jeweiligen Telekommunikationsunternehmen und sagt, ich ordne an oder der Staat ordnet an, diese oder jene Daten sind einzufrieren, sind dem Gericht für Erhebungen sicherzustellen und für Beweismittel bereitzuhalten. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, das hätten wir favorisiert, aber leider war es halt im Zuge der parlamentarischen Mehrheit nicht möglich, das durchzusetzen. Christoph, okay. Also die Beteuerung, dass es da ausschließlich um die Terrorismusbekämpfung gehen würde nach dieser Novellierung, finde ich nicht vertrauenserweckend. Wir brauchen ja nur anschauen, was letztes Jahr im Tierschützerprozess passiert ist und mit diesem sogenannten Mafia-Paragraph, um zu merken, wie schnell solche Definitionen dann ausgeweitet und ausgehöhlt werden. Aus unserer Sicht ist die verdachtslose und pauschale, flächendeckende Speicherung von Daten über jeden Menschen einfach niemals verhältnismäßig. Die Missbrauchsgefahr ist viel zu hoch, die Gefahr, dass es schleichend ausgewertet wird, ist viel zu hoch, die Kosten für die Gesellschaft sind viel zu hoch, das dürfen wir uns gar nicht erst anfangen. Ich würde einen Schritt weitergehen, das ist jetzt noch nicht abgestimmte Parteimeinung, aber ich würde sogar sagen, das ist etwas, wo wir, das sind gefährliche Waffen gegen die Demokratie, wo wir internationale Abrüstung brauchen. Ja, gerade die Geheimdienst-Affären zeigen uns, dass wir da, also das wird ja niemand freiwillig einseitig zurücknehmen. Pauschale, verdachtsunabhängige Überwachung, das Abgreifen von Daten an Tiefseekabeln, das sind Maßnahmen, die international geächtet werden müssen. Ja, wer mich beobachtet hat, ich habe kaum mehr sitzen können, weil sonst hätte der Hintern geredet. Also, Daten, die existieren, werden benutzt. Und zwar immer. Ja? Wir haben noch keine Datenbank gesehen, in keinem Unternehmen, keine Organisation, keine Behörde, die irgendwo in einem Eck hinten geguckt ist und einmal in der Woche, einmal im Jahr abgefragt worden ist. Und jeder hat gesagt, boah, dürfen wir nicht. Das Eck ist auch abgefragt worden. Natürlich war es illegal. Trotzdem ist es abgefragt worden. Und auch wenn es illegal ist, wird es trotzdem gemacht und man wird Wege finden, das zu machen. Deswegen
Wenn wir jetzt aber diese Paranoiker der anderen Seite nicht für Grundrechten überzeugen können, weil es offenbar sehr schwierig ist. Also es ist schwierig, Beamte im Innenministerium oder auch Sympathisanten dieser behördlichen, gutmeinenden Überwachung zu überzeugen, dass Grundrechte wichtiger sind. Wenn wir es nicht schaffen. Machen wir es doch einmal ganz profan. Wenn wir für einen Request pro Jahr 8 Millionen Euro, oder vielleicht sind es auch nur 4, aber lassen wir es 8 Millionen sein, das wird halt immer so kolportiert. Mit 8 Millionen, da fange ich aber 100 Verbrecher. Aber einfach so. Mit 8 Millionen stelle ich doch einfach, ja. Da brauche ich die Datenbank nicht. Ja? Da holen wir ein paar hundert Polizisten um das Geld. Inklusive Equipment. Vielleicht ein paar hundert. Soll es 80 sein. Wenn es um Verbrechensaufklärung geht, dann macht man mit 8 Millionen was anderes, als Daten zu speichern. Und vor allem meine. Und eure. Dankeschön. Ja? Wenn Sie das sagen, Dankeschön. Der Herr Ickrath hat, glaube ich, jetzt noch 5 Minuten für uns. Ja, wunderbar. Wenn es eine direkte Frage an den Herrn Ickrath gibt, dann bitte die jetzt zu stellen und ja, bitte. Wunderbar. Also ich habe nur 2 Fragen an den Herrn Ickrath und an den Abgeordneten Herbert. Und für den Herrn Ickrath, Sie sind da vorhin ein bisschen ausgewichen. Die Zeichner mit AT Bürgerinitiative hatte als Ziel die Evaluierung aller Antiterrorgesetze in Österreich und das inkludierte auch Sicherheitspolizeigesetz und Mafiaparagraf. In dem Hearing zum Justizausschuss kam es damals zu keiner Entscheidung, es kam zu keinerlei Anfang einer Evaluation. Und dann, jetzt aber am 3. Juli, kam es zu einer Einigung für den Mafia-Paragrafen, die sich aber leider in dieser Legislaturperiode nicht mehr ausgeht. Wo ich mich dann schon fragen muss, wieso sozusagen damals die Entscheidung nicht gefällt werden konnte und jetzt Mafia-Paragraf durchaus etwas war, das evaluiert wurde. Und für den Abgeordneten Herbert hätte ich die Frage, es stimmt, die FPÖ war immer ein ausgesprochener Kritiker der Vorratsdatenspeicherung. Es gab aber damals, nachdem die Vorratsdatenspeicherung am 11. April 2011 beschlossen wurde, ja auch die Möglichkeit einer Drittelbeschwerde und schon bevor dieses Überwachungsinstrument in Kraft tritt, das vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen. Damals war die FPÖ mit dem AK-Vorrat in Verhandlungen involviert, so eine Drittelbeschwerde zu machen und hat kurz vor dem Abschluss dieser Verhandlungen aber gesagt, nein, wir machen das über Kärnten, nachdem das Instrument eben in Kraft getreten ist und die Speicherung begann. Da hätte ich gerne eine Erklärung von Ihnen, wieso Sie sich damals so entschieden haben. Zuerst der Herr Abgeordnete Ickrath, bitte. Danke. Ich möchte eines auch noch tun, weil das noch im Raum für mich steht. Kollege Steinhauser hat hier erklärt, dass wir alle einschlägigen Gesetze jetzt auf ihre Verhältnismäßigkeit vor dem Hintergrund der Freiheits- und Bürgerrechte prüfen werden. Das sehe ich auch so. Das wird eine Aufgabe des Justizausschusses werden, der nächsten Legislaturperiode, eine sehr herausfordernde Aufgabe, weil auch das wird nicht konfliktfrei innerhalb der eigenen Parteireihen möglich sein. Aber es ist notwendig, weil, wie gesagt, der Pendelschlag in den letzten Jahren seit 9-11 viel zu stark aus unserer, glaube ich, gemeinsamen Sicht zugunsten der Sicherheit und zulasten der Freiheit ausgefallen ist. Und das sollten wir wieder in einen Turnaround bringen. Und da sehe ich die Aufgabe des Justizausschusses und des Parlaments. Zweitens, Mafia-Paragraph ist angesprochen worden. Wir haben ihn vor dem Sommer novelliert und haben auch in einem breiten Konsens, war auch keine einfache Arbeit, weil viele Ängste, auch Missverständnisse jetzt der Bauern und anderer Gruppen, auch Händler etc., dem entgegengestanden sind. Aber es ist gelungen und da bin ich auch stolz drauf und ich glaube, da sind wir es gemeinsam, dass es gegen diese Widerstände tatsächlich zur Novellierung in letzter Minute, aber in der von uns angestrebten Weise gekommen ist. Wirtschaftlicher und politischer Einfluss ist aus dem Tatbestand gestrichen worden.
daher auch da wieder eine Reduktion auf seine Kernfunktion, Bekämpfung organisierten Verbrechens. Letztes, was ich, bevor ich jetzt weiterziehe und nicht die Flucht antrete, sagen möchte, wir können all das, was jetzt nicht von meiner Seite zufriedenstellend beantwortet ist, dann über den Twitter oder über die Social Medias wieder fortsetzen. Jeder möge dann all das, was er noch an Anmerkungen und Kritik hat, mir auf diese Weise vermitteln. Ich bemühe mich auch, möglichst schnell zu antworten und nichts da dann einfach zu übersehen. In dem Sinn danke ich sehr herzlich den Kongressorganisatoren. Ich halte das für eine extrem wichtige Veranstaltung. Ich bitte auch, das fortzusetzen. Wir werden im Dialog bleiben wegen der Vorratsdatenspeicherung mit Sicherheit und die große Herausforderung des Schutzes der Privatsphäre im Internetzeitalter, der werden wir uns auch gemeinsam zu stellen haben. Wir werden auf Ihre Expertise und Ihr Engagement auch angewiesen sein, um dann hoffentlich beweisen zu können, dass es einen Sinn macht, dass wer von uns dann immer auch im Parlament sich dieser Sachen annimmt. In dem Sinne wünsche ich jetzt noch viel Erfolg dem Kongress. Vielen Dank auch für Ihre Bereitschaft, hier mit uns zu diskutieren und auf den Dialog zur Vorratsdatenspeicherung freue ich mich natürlich schon. Auf Wiedersehen. Herr Abgeordneter Herbert. Ja, ich darf die Frage gerne beantworten. Es ist richtig, es gab damals zwei Optionen, die wir zur Auswahl hatten. Das eine war ihm eine Klage im Bereich der parlamentarischen Möglichkeiten in Verbindung mit den Einbindung der Bürgerinitiativen. Und die zweite Option, die wir damals hatten, war die Frage oder die Option über die Kärntner Landesregierung, wo ja damals die Freiheitlichen einen Landeshauptmann stellten. Und es war schlussendlich eine Frage, welche Option die bessere, die effizientere, jene ist, die mehr Erfolg verspricht. Und da war die Entscheidung, auf eine Behörde zurückzugreifen, weil wir uns davon erhofft haben, dass man damit eine gewisse Beschleunigung bei den gesamten Verfahren erzielen kann. Dankeschön. Die nächste Frage. Ja, meine Frage bezieht sich auch auf die Vorratsdatenspeicherung. Und zwar für mich ist selbstverständlich, dass die Vorratsdatenspeicherung eigentlich eine Frechheit ist und abgeschafft gehört. Ich würde gerne aber eine Spur weitergehen und jeden von Ihnen bitten, vielleicht in sehr kurzen ein bis zwei Sätzen zu beantworten, ob Sie für zwei Maßnahmen bereit wären. Nummer eins, ich akzeptiere es zwar, dass Telekommunikationsanbieter gewisse Daten speichern müssen, wenn sie Einsprüche für Rechnungen erwarten, etc. Meine Frage diesbezüglich, wären Sie bereit, ein Gesetz zu beschließen, dass das einerseits auf ein bis maximal zwei Monate und nur auf wirklich notwendige Daten begrenzt? Und die zweite Frage, diese Einhaltung auch bei der Vorratsdatenspeicherung von gewissen Datenschutzstandards wird, soweit ich weiß, nicht kontrolliert und nicht sanktioniert. Also nicht in einem vernünftigen Ausmaß, sagen wir mal so. Und beim zweiten Teil, wären Sie bereit, eine Regelung zu verabschieden, die Kontrollen im Sinne wie zum Beispiel von Bankenaufsicht oder ähnlichen Dingen regelmäßig unangekündigt bei Unternehmen vorzunehmen, die überprüfen, ob die Speicherung dieser Daten gängigen Standards entspricht und mit nötiger Sorgfalt durchgeführt wird? Gut, also
Ich möchte Sie bitten, wirklich sehr kurz zu antworten, wenn es geht mit Ja oder Nein, wenn es nicht geht, dann die Erklärung dazu möglichst kurz zu halten. Wir sind zeitlich schon sehr knapp und ich würde auch noch gern vom Thema Vorratsdatenspeicherung vielleicht wegkommen. Daher die zwei Fragen. Erstens eben Begrenzung der Speicherdauer bei den Providern für Verrechnungsdaten. Der zweite Regeln für die Kontrolle der Datenspeicherung. Frau Ablinger, wenn Sie anfangen. Ganz mit Ja und Nein geht es deswegen nicht, weil also zum einen ist die Frage der Kontrolle auch etwas, was der Albert angesprochen hat, die Frage des Datenschutzbeauftragten und die Frage des Ausbaus dieser Datenschutzbehörden ist das eine. Und der zweite Punkt, was die Kontrolle betrifft, ja prinzipiell schon, aber es hängt schon auch davon, es hängt von der Richtlinie selbst ab und von den Entscheidungen auf der europäischen Ebene. Okay, VDS minimieren, vielleicht könnte man sogar minimieren, dass man EU-konform ist und vom EuGH nicht gleich zu Millionen verurteilt wird, indem man quasi eine unvollständige Implementierung macht, dass die Speicherung vorgenommen wird und es keine Durchführungsbestimmung gibt, wie darauf zugegriffen wird. Und zwar gar nicht. Ja? Zum Datenäquivalent vom Arbeitsinspektor. Durchaus. Ich glaube auch, dass wir in wenigen Jahren einfach dorthin kommen. Für Großunternehmen sind IT-Audits an der Tagesordnung, allerdings noch ziemlich schlecht. Also was mir tatsächlich vorschwebt, in England ist es übrigens umgesetzt, ist tatsächlich, dass sowas wie ein Arbeitsinspektorat, gibt es auch eine Art Dateninspektorat, die dürfen aus ihren empfindlichen Strafen verhängen, auch an Behörden. Hat sofort dazu geführt, dass die Sicherheitsstandards in England kurzer, besser ist. Erste Frage, ja natürlich Speicherdauern begrenzen. Ich muss zugeben, mir fehlt das Fachwissen, was die Argumente der Konzerne sind, was sie zur Verrechnung noch brauchen, aber so kurz wie möglich. Datenschutz, also Audits von der Datenschutzbehörde, nicht nur was die Vorratsdatenspeicherung und deren Zugriff und so weiter angeht, sondern generell die Einhaltung der Datenschutzgesetze wären dringend notwendig. Also die Beantwortung, Frage 1, Begrenzung, ja natürlich, wobei ich mich aber auf diese ein, zwei Monate aus den rechtlichen Einspruchsmöglichkeiten nicht festlegen möchte, weil ich da nicht genau weiß, wie da die rechtlichen Zeiträume hier definiert sind, aber so gering als möglich. Und Frage 2, ja, bin ich durchaus bei Ihnen, wobei ich, wie schon eingangs erwähnt, festhalten möchte, wir haben eine Datenschutzbehörde, eine noch dazu mit einem ausgestatteten, besseren Wirkungskreis, die man durchaus noch erweitern kann und im Sinne einer auch unangekündigten Kontrollmöglichkeit für Betriebe und wirtschaftliche Bereiche, auch für Behörden, hier besser und effizienter ausstatten kann. Verrechnungsdaten so kurz wie möglich und zur Frage der Vorratsdatenspeicherung, die Datenschutzbehörde hat an sich schon Kontrollfunktionen gegenüber den Telekom-Anbietern. Das Problem ist nur, die haben keinen einzigen Mitarbeiter, der ein technisches Know-how hat. Dort sitzen lauter Juristen und die haben auch wenig Ressourcen, sich dieses Know-how zuzukaufen und welche Überraschung, sie haben im ganzen letzten Jahr keine einzige Kontrolle vorgenommen. Ja, das ist das Problem. Die nächste Frage bitte. Ich hätte jetzt einen Themenwechsel einmal. Ich würde gerne was Grundsätzliches fragen. Wir haben heute mit Open Source Alternativen im Softwarebereich, wir haben mit Creative Commons Alternativen im Lizenzbereich, wir haben mit Plattformen wie Wikipedia Alternativen zur Wissensspeicherung und mit der Demokratisierung, aber auch Bereich, wo wir nur unglaublich starkes Monopol haben. Im Privatwirtschaftlichen ist halt die Basisinfrastruktur, sind die Netze selbst, die abgesehen von Funkfeuer und ein paar kleinen Initiativen zu 99,99% im Besitz von gewinnorientierten Unternehmen sind. Wäre es angesichts dessen nicht eigentlich an der Zeit, über eine Vergemeinschaftung von der Basisinfrastruktur zu sprechen, sprich der Netze? Nicht der Verstaatlichung, Vergemeinschaftung. Ist die Frage an eine konkrete Person? Nein, an alle. An alle. Gut, sammeln wir ein bisschen. Okay. Das ist eine ähnliche Richtung, aber ein bisschen anders. Themenkomplex, den ich aufmachen möchte, ist Wissensallmende, Open Culture, Open Knowledge, Open Everything, Open Hardware auch. Da stehen
Visionen einer völlig anderen Wirtschaftslogik und Wirtschaftsweise im Raum, oder zumindest für manche Menschen sind das Visionen. Und meine Frage ist, inwieweit wird das innerhalb der Parteien als Vision wahrgenommen, wie weit eher als Abwehrkampf zum Schutz bestehender Verhältnisse oder wie? Und in den Punkten, wo wird es als Vision gesehen, also was ist jetzt die Vision, die da gesehen wird innerhalb der Partei und was wären Maßnahmen, um die zu fördern und zu unterstützen? Gut, vielleicht noch eine dritte Frage dazu. Weil das heute auch Thema war, zum Thema Urheberrecht wäre meine ganz konkrete Frage, wenn man über eine weitere Novellierung des Urheberrechts nachdenkt, was wären in Ihren Augen denn konkrete Punkte, die da unbedingt hinein oder vielleicht auch hinaus gehören? Danke. Wer möchte mit dem Beantworten beginnen? Albert? Aber Andres. Ja, also ich würde sagen, es gibt da einen Spruch, der da lautet, Politik ist die Umsetzung des Machbaren. Und so ähnlich würde ich das in abgewandelter Version auch sehen, mit den von Ihnen angesprochenen neuen Denkweisen in Bezug auf Internet, auf Kommunikationsmöglichkeiten. Natürlich ist es so, dass jedes dieser Visionen, wie Sie es bezeichnet haben, auch einen, sage ich mal, finanzielles Feedback bedarf. Weil ohne Geld keine Muse, um es einmal bodenständig auszudrücken, und auch die Systeme irgendjemand finanziell zum Laufen bringen muss. Daher glaube ich, ist es hier wohl eine Frage, die im wirtschaftlichen Bereich das Umdenken anheizen muss, weil natürlich die Gewinnorientierung alleine es ja nicht sein kann. Und ich glaube, hier bedarf es einfach einen Schwung aus der User-Gemeinde, dass man hier auch die entsprechenden Medieninhaber auch zu einem Umdenken hier bewegt, sich auch zu öffnen, einerseits was die finanziellen Aspekte anbelangt, aber auch was die Möglichkeiten anbelangt. Und zum Urheberrecht, ich denke, das ist eine schwierige Situation, weil einerseits es natürlich so ist, dass der etwas kreativ auf die Beine stellt, natürlich den ersten Anspruch daran hat. Wollen wir aber ein Internet haben, wo alle mitpartizipieren können und das unter dem Kostenaspekt natürlich auch nichts kosten oder sehr wenig kosten soll, dann stellt sich die Frage, ob sich hier die Katze nicht in den Schwanz beißt. Ich denke, es wäre eine gute Sache, wenn man hier wohl in einen guten kommunikativen Miteinander sich in der Mitte trifft. Weil es erscheint mir sonst sehr schwierig, dass man hier einen rechtlich haltbaren Ansatz finden kann. Zur ersten Frage der Netzinfrastruktur, Netze in Nutzerhand und so. Also wir sind ja für ein Grundrecht auf schnelles und neutrales Internet. Es gibt, das Thema haben wir auch bei der ISPA ein bisschen angeschnitten vor zwei Tagen. Da gibt es den Vorschlag, zum Beispiel die ISPA ist dafür, die A1 Telekom Austria aufzuspalten in zwei Gesellschaften, die eine, die Infrastruktur betreibt und die andere, die Endkundenprodukte anbietet. Das scheint mir jetzt grundsätzlich sinnvoll. Wir haben dazu noch keine abgestimmte Position. Das läuft gerade durch unsere Abstimmungen, gibt auch ein paar Gegenvorschläge, aber das scheint mal ein Schritt in die richtige Richtung zu sein. Interessante Frage ist auch noch, wie ist das denn mit anderen Netzbetreibern? Was ist denn mit dem Kabelnetz? Was ist denn mit Cello? Warum haben die ein Monopol auf die Leitungen, auf die letzte Meile in all diesen Häusern? Das sollte man sich auch nochmal anschauen. Angeblich habe ich gehört, aufgrund ihrer Firmenstruktur mit lauter kleinen lokalen GmbHs oder so, fallen sie da nicht unter irgendwelchen Regelungen. Vielleicht weiß ja wer der Diskutanten mehr darüber, das fände ich ein spannendes Thema. Und natürlich gehört dazu auch eben nicht gewerbliche Netze zu fördern, also Freifunknetze, Funkfeuer und so weiter, sind uns natürlich ein wichtiges Anliegen. Ich mache zuerst die Urheberrechtsfrage und dann die Commons-Frage. Also beim Urheberrecht, ich meine, Piraten steht bei uns im Namen. Wir sind allerdings nicht dafür, alles soll gratis downloadbar sein und die Künstler sollen schauen, wo sie bleiben, sondern die zwei Grundsätze sind, Kunst- und Kulturschaffende müssen
Also sollen von ihrer Kunst leben können und Wertschätzung dafür erfahren. Und der zweite Grundsatz ist, wir wollen aber auch einen möglichst breiten Zugriff auf Kunst und Kultur und einen möglichst mündigen Umgang damit. Also da ändert sich ja viel, ist die Grenze zwischen Produzent, Produzentinnen, Konsument, Konsumentinnen ist nicht mehr so klar. Was es da braucht ist, also die Aufgabe des Staates in dieser Frage ist nicht, überholte Geschäftsmodelle in die Zukunft zu retten, sondern diesen Umbruch abzufedern, also die negativen Auswirkungen, die das auf bestimmte Leute hat, abzufedern und diesen Umbruch zu begleiten. Ganz konkret, wir brauchen große Graubereiche, in denen sich dieser Umbruch abspielen kann. Wir brauchen eine Unterscheidung nicht mehr zwischen privat und öffentlich, weil das im Internet auch ein bisschen verschwimmt, sondern zwischen gewerblich und nicht gewerblich. Und wir brauchen eben Fair-Use-Schranken, wo es kein Problem ist, etwas wiederzuverwenden in einem nicht kommerziellen Kontext. So, ich kürze das ein bisschen ab. Bitte. Die Commons-Frage, ja, also das ist für uns auf jeden Fall ein Thema. Ich wünschte mir, es wäre in unserer Wirtschaftspolitik noch ein bisschen mehr Thema. Aber ich würde mal sagen, die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen spiegelt ein bisschen wieder dieses Bewusstsein, dass es eben neben staatlichen Lösungen, Marktlösungen, marktwirtschaftlichen Lösungen, da auch was Drittes gibt, was im Wachsen ist, also Wikipedia, Open Source und so weiter, und dass man sich bei den verschiedenen Aufgaben, die momentan entweder staatlich oder marktwirtschaftlich gelöst werden, auch immer fragen muss, gibt es da jetzt nicht auch eine neue? Gut, Vergemeinschaftung des Netzes, na, wieso denn? Es funktioniert ja. Ja, klar, klar, der Markt muss tun. Nein, der Markt tut es ja. Ja, sehen Sie, wir haben Internet. Und der Staat kann durchaus über ein Grundrecht in diesen Markt eingreifen und subventionieren. Keine Frage. Man kann das Netz öffentlich machen. Man muss aber nicht das ganze Netz als Ganzes vergemeinschaften und hoffen, dass die Post- und Telegrafendirektion des 19. Jahrhunderts dann das Ganze wieder übernimmt. Aber durchaus das Netz als öffentlicher Raum und als Grundrecht. Den Urheberrecht, ich mache es jetzt auch wieder, Christopher, Urheberrecht, ja, zurück zum Ursprung des Urheberrechts. Das Urheberrecht in Kontinentaleuropa war ursprünglich sehr urheberzentriert, darum heißt es so. Es ist vom angelsächsischen Konzept des Copyrights, wo der Verwerter, Verteiler im Zentrum geht, etwas oder sehr stark verwässert worden. Und in der Zeit des Internets wird der Schutz des Urhebers gegenüber dem Schutz des Copyright-Inhabers massiv zurückgedrängt werden. Und natürlich werden die Musikverlage und alles ein bisschen blöd aus der Wäsche schauen, aber sei es drum. Das haben die Kutschenhersteller beim Auto auch gemacht. Open Source, Open IP, natürlich gläserner Staat, Open Data, Open Science, ganz wichtig, ob sich Industrial und Intellectual Property als Wirtschaftstreiber und als so als Patentding, ob sich das so schnell verziehen wird. So schnell wird es nicht gehen, aber natürlich mit der sehr viel schnelleren Verbreitung von Informationen wird es zunehmend abnehmen und die Verwertung und die Schnelligkeit, wie man mit Wissen umgeht, ist jetzt bereits für die Wirtschaft sehr viel stärker im Vordergrund als Wissen auf Vorrat zu schaffen, das man dann in 10 Jahren verwertet. Dankeschön. Also, war das sinnvoll? Sonja Abinger? Ja, das ist ein gewisses Privileg, wenn man dann auf alle eingehen kann. Ach so. Aber ich lege es nicht darauf an, weil es gibt eh einiges. Also These der Neos, das Netz funktioniert, daher braucht es nichts anderes. Das stimmt, wenn man im 7. Bezirk in Wien sitzt. Wenn man sich aber andere Gegenden anschaut, würde ich diese kühne These so nicht mehr teilen. Es funktioniert dort, wo es wirtschaftlich attraktiv ist. Das ist die Wahrheit. Und das ist auch ganz klassisch, wenn Märkte Infrastruktur bestimmen. Das ist nicht mein Konzept. Ich finde, wenn man sagt, strategische Infrastruktur soll Gemeinwesen sein,
dann muss man sich logischerweise auch dieser Frage stellen, ob nicht auch die Internetinfrastruktur Gemeinwesen sein soll. Und gerade die Debatte der Netzneutralität bringt das Problem ja auf den Punkt. Denn wenn die Netzneutralität in Frage gestellt wird, ist ja das Hauptargument, wir müssen Geld lukrieren, um den Netzausbau voranzutreiben. Ja, und das ist das Problem. Und wenn aber das Netz oder die Infrastruktur vergemeinschaftet ist, dann kann über Steuergelder der Netzausbau vorangetrieben werden. Ansonsten ist das ein Problem, weil du immer das Problem hast, dass die EU Quersubventionen prüft, in Frage stellt etc. Da finde ich die Frage richtig. Bin nur trotzdem dafür, dass man sich auch einmal eine Minute zurücklehnt und nachdenkt. Natürlich heißt in einem sehr sensiblen Bereich dann auch Netzinfrastruktur in öffentlicher Hand, dass die öffentliche Hand privilegierte Zugriffsrechte hat. Das heißt, da muss der Grundrechtsschutz massiv ausgebaut werden. Zweiter Punkt, ich mache es jetzt ganz geschwind. Ja, vielleicht bringe ich jetzt noch ein bisschen Stimmung rein bei der Urheberrechtsfrage. Wir sind, weil das ist ja ein Thema, wo man immer für Diskussion sorgt, aber das ist ja gut. Wir sind eigentlich dafür, dass es gibt schon die Rundfunkgebühr jetzt. Wir sind der Meinung, dass die Rundfunkgebühr in eine Haushaltsgebühr übergeführt wird, wo auch dann eine gewisse Abgeltung für die Künstlerinnen und Künstler und für die wirklich inkludiert sein soll und dass dann im Gegenzug die Werknutzung für private oder für Bildungszwecke komplett entkriminalisiert wird, der Tausch etc. Das hielt ich für eine gangbare Lösung, weil dadurch auch soziale Implikationen ausgeblendet werden können, indem man nämlich sagt, gewisse Gruppen sind von dieser Haushaltsabgabe befreit. Das wäre unser Zugang. Ich weiß, dass das auch möglicherweise für Debatte sorgt, aber die Debatte bringt uns ja voran. Ich beginne bei diesem Thema, schließe ich da an. Ich finde, da hat es heute schon recht spannende Diskussion am Nachmittag gegeben zu dieser Frage, wie man eine der großen Herausforderungen, die das sozusagen die Digitalisierung und das Urheberrecht hat, nämlich die Frage, wie kann man Kreativität fördern, sie nicht ständig im rechtlichen Graubereich halten. Letztendlich müsste man rechtlich, ist es so, dass zurzeit gar nichts erlaubt ist, eigentlich, wenn man ganz genau hinschaut. Wie schafft man sozusagen das, dass das Urheberrecht ausgesöhnt wird mit der Digitalisierung und gleichzeitig ein Interessensausgleich wieder neu formuliert werden kann, der sich einfach neu stellt? Und da zum Vormittag finde ich eine ganz interessante, interessante Diskussion zu Netzschilling geben, wo der Joachim Losehand das vorgestellt hat, wie es eine Möglichkeit wäre, die Haushaltsgebühr neu einzuführen und aber in einer anderen Weise als der grüne Vorschlag, dass es nämlich ein Teil davon sollte wieder pauschale Vergütung sein und ein Teil davon für einen neuen sozusagen Digitalisierungsfonds damit finanzieren. Das ist prinzipiell ein interessanter Vorschlag. Ich glaube, dass wir alle noch nicht genaue Lösung dafür haben, wie es gelingt, sozusagen nationalstaatlich und europarechtlich einen wirklich durchkonzipierten Vorschlag zu haben. Da gibt es aber viel Diskussion. Aber im Wesentlichen geht es meines Erachtens darum, was kann man auch national machen dazu. Das wäre das eine dringend notwendige Urhebervertragsrecht. Also die Urheberinnen, das sind freie Journalisten, Künstlerinnen, Designer, die in ihrer Verhandlungsposition stärken durch ein Urhebervertragsrecht, was einen Beteiligungsgrundsatz betrifft. Da haben wir, kann man auch nachlesen auf unserer Seite, einen konkreten Vorschlag. Den könnte man nationalstaatlich umsetzen. Das wäre der erste wesentliche Punkt. Und das zweite ist eben die Frage, wie kann man das digitale Alltagshandeln sozusagen entkriminalisieren, ermöglichen. Und da ist die Frage, sowas im Sinne einer Fair-Use-Klausel, zusätzliche Schranke einzuführen und dafür eben gleichzeitige Formen der pauschalen Vergütung eine moderne zu führen. Aber das ist ein heißes Feld, weil da geht es um Macht, da geht es um Markt, da geht es um die Frage, wer entscheidet, wer zu was Zugang hat. Und das ist, merke ich, einfach eine extrem hitzige, aber die Herausforderung in der Debatte deswegen, weil wenn die Digitalisierung solche Chancen bietet, dann muss sie gerecht sozusagen neu formuliert werden. Und das ist, finde ich, als Sozialdemokratin eine große Herausforderung. Wenn das die neue Revolution ist, die digitale Revolution nach der Revolution über Buchdruck, dann ist die Frage, wie gestaltet man das demokratisch? Und an dem formuliert sie das. Und insofern wäre eine Lösung eben, konkrete Frage, Fair-Use-Klausel, auf europäischer Ebene, beziehungsweise die österreichischen Gesetze anschauen, wo man eigentlich erweitern kann, was Zitatrecht betrifft, hat es halt einige Vorschläge gegeben, die ja bei uns in Debatte sind. Zu diesem Bereich, zum,
zum zweiten Open Society sozusagen. Ich finde, letztendlich geht es um den Grundsatz, öffentlich finanziertes Wissen muss öffentlich zugänglich werden. Es gibt extreme Chancen da über das Netz und die muss man gewährleisten. Das heißt eben, das heißt Open Data, das heißt Open Sources, also alle diese Sachen. Da gibt es bei uns eine breite Debatte, das war die Frage. Es gibt so dieses eine Buch, das heißt Freiheit vor Ort, das relativ konkret herunterbricht, was könnte man denn auf kommunaler Ebene im Sinne einer digitalen Offenheit machen. Und das ist bei uns eine große Diskussion, weil an diesen Beispielen sieht man sozusagen, wie eine Gesellschaft profitieren kann. Also dass das alles extrem viel aufmacht und viel ermöglicht. Wir selber sind ja alle Profiteure von dem, was man plötzlich sieht, was kann man im Netz alles machen, mit wem kann man plötzlich kommunizieren, wie kann man sich austauschen, wie kann man selber beitragen zu einer vielfältigen Öffentlichkeit, die es alles vorher nicht gegeben hat. Ja, und bei dem anderen, nachdem das ich mich anschließen kann bei einigen Sachen, die gesagt worden sind, Funkfeuerförderung, das halte ich für eine wichtige Idee, steht auch bei uns im Papier, aber ich glaube, da sollte man auch nur einen näheren Dialog eintreten, was man auch konkret überall machen könnte bei diesem Bereich. Und der Vorschlag von der ISPA ist etwas, wir bei uns diskutiert, aber das glaube ich auch, dass man sich nur näher das anschauen muss und diskutieren muss und dass der Markt alles regelt, ich weiß jetzt bei den NEOS irgendwie ist so gut, bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht über den Markt, so in den letzten Jahrzehnten gewesen, der hat das echt nicht hingekriegt. Gut, ich würde gleich organisatorische Frage noch anschließen wollen. Sie haben gesagt, wir sollten pünktlich aufhören, weil Sie auch weg müssen zum nächsten Termin. Ich sehe, wir haben noch zwei oder drei Fragestellerinnen. Wenn Sie als Erste drankommen zum Antworten, wenn wir es wieder zusammensammeln, geht Sie das noch aus? Ja, bitte. Ich hätte eine längere Frage an alle Beteiligten. Ich kann aber bei der SPÖ anfangen. Es geht darum, die Future Zone hat letzte Woche Freitag darüber berichtet, dass wenn ich eine Parteienwebsite aufrufe, dass dann unter Umständen Daten weitergegeben werden. Und das Problem ist, selbst wenn das in der Datenschutzerklärung auf der Webseite deklariert ist, bis ich die Datenschutzerklärung gelesen habe, wurden die Daten schon weitergegeben. Was da weitergegeben wird, das ist die IP-Adresse, das ist eventuell ein Cookie, das ist die aufgerufene Adresse und der Zeitpunkt natürlich. Einfach dadurch, dass das in der Webseite mit drin ist. Darüber kann zum Beispiel Facebook herausfinden, was ich wählen werde. Auch wenn ich mich auf Facebook nie politisch äußere, dann weiß Facebook, aha, der hat 25 Mal die Seite der SPÖ aufgerufen, 3 Mal die von den NEOS. Ja, was wird er wohl wählen? Jetzt ist es so, dass die SPÖ Daten weitergibt an Google, Facebook, Amazon, Spotify und Twitter. Sie hat aber nur Google, Amazon und Spotify in der Datenschutzerklärung deklariert. Die NEOS geben Daten weiter an Google, Facebook, Quantcast, Twitter, PayPal, Yahoo und noch irgendwas, das habe ich jetzt gerade nicht da. Die FPÖ an Google, Facebook und eine Seite jwpcdn.com. Und die Grünen, da muss man positiv anmerken, das ist die einzige anwesende Partei, die die Datenweitergabe korrekt deklariert hat in ihrer Datenschutzerklärung. Die geben die Daten nur an Google weiter. Die Piratenpartei gibt die Daten gar nicht weiter. Und meine Frage an die Parteienvertreter ist jetzt, warum gebt ihr meine Daten weiter? Und meine Frage an die Piraten, warum gebt ihr als Einzige die Daten nicht weiter? Ist das so kompliziert oder warum machen die anderen das? Gut, wir sammeln wieder zusammen, damit wir in einer Runde antworten können. Okay. Dann mache ich auch zwei ganz kurze Ja-Nein-Fragen. Einerseits, wir haben jetzt gerade diese EU-Verordnung, die diskutiert wird über die Netzneutralität. Sofern diese nicht zustande kommt, sind Sie für eine nationale Regelung zur Netzneutralität? Ja-Nein? Und die zweite Frage, wir reden über Chancen der Digitalisierung. Das Simpelste dabei im Bereich Open Data wäre das Veröffentlichen der Verkehrsdaten. Das heißt so, nicht die Vorratsdatenspeicherung schon wieder, sondern die Fahrplandaten. Also wann fährt welcher Zug und wo ist die Station? Da gibt es dieses tolle Projekt, genannt Verkehrsauskunft Österreich. Da werden alle diese Daten schon gesammelt, aber die werden nicht veröffentlicht. Die werden dann nur auf einer Seite zur Verfügung gestellt. Das ist ein riesiges Hemmnis. Wenn man die einfach aufmachen würde, wäre irrsinnig viel geschehen in Österreich. Auch nur ein Ja, Nein, ob man das veröffentlichen soll unter den Prinzipien von Open Data oder nicht. Danke.
Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann schließen wir die Frageliste damit und ich bitte Frau Ablinger um die Antworten. Das zur Datenweitergabe weiß ich nicht. Mir hat das jemand angetwittert, das ist die Bundesseite. Also ich kann mal gerne nachher noch mal ganz kurz reden, dem gehe ich irgendwie gerne nach, weiß ich nicht. Ja, ist die, nehme ich an, die Bundeshomepage. Netzneutralität, ja, also ich glaube, die Frage ist, was kriegen wir jetzt in die Reihe auf der europäischen Ebene. Wir haben uns auch dafür ausgesprochen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, auch das national zu machen. Da sind wir dafür und Open Data auch ja. Dankeschön für die Liste und Dankeschön an unseren Administrator, dass er so eine tolle Liste zusammengestellt hat und mir da übergeben hat. Aber der Michi Horak hockt eh dort, der kann dann auch wirklich dazu Auskunft geben, warum wir das so machen. Nationale, klingt auch sehr peinlich für mich, weil ich als Security-Mensch finde es etwas merkwürdig. Nationale Lösung für Netzneutralität, ja, selbstverständlich. Open Data für Verkehrspläne, ja, aber wenn es, weiß nicht, ob es der einzige Nicht-Kommunist bin, nein. Ja, Open Data für Verkehrspläne, das generiert ja dann wieder plötzlich einen Markt für Unternehmen, die damit dann Services anbieten können. Und es gibt ja darum diese Abschätzung, wie übertrieben das die ist, aber dass konsequentes Open Data Verhalten der europäischen Staaten einen Boost von 140 Milliarden Euro jährlich verursachen könnte. Ja. Und deshalb ist das keine Vergesellschaftung, sondern in Wirklichkeit was man wirklich was daraus machen kann und dann auch alle davon profitieren können. Zur ersten Frage, der Fairness halber, muss man anmerken, dass der Fragesteller Mitglied der Piratenpartei ist. Dass der Fragesteller Mitglied der Piratenpartei ist und das nicht ganz. Also, und ich will auch gleich sagen, es ist nicht, dass wir in solchen Fällen nicht auch schon Fehler gemacht hätten. Also, aber ich denke, es illustriert halt schon einen Unterschied auch in der Parteistruktur und im Aufbau. Bei uns hat die Website keine Agentur gemacht, sondern halt Mitglieder. Und bei uns bin ich nicht der irgendwie da der Vordenker ist und das den Mitgliedern irgendwie aufdrückt, sondern ich vertrete abgestimmte Meinungen. Und das ist bei uns alles konsensfähig und Mehrheit. Moment, der Kontext. Wir haben, also, auch Untergriffe kann man, nein, das ist ein wichtiges Thema. Also, ich wollte nämlich auch darauf hinweisen, dass mehrere Kandidaten von uns hier im Publikum sind und haben mir gedacht, ich sage dann Kandidatinnen und Kandidaten, und mich nachdenken müssen, na eigentlich, vermutlich ist keine Kandidatin da, so viele gibt es nämlich leider nicht. Also das ist definitiv eine Sache, an der wir weiterarbeiten müssen, definitiv. Aber zurück zur Sache. Also das ist eine, dass wir die Daten nicht weitergeben, ist, dass wir einfach diese Abwägung aus, aber wir wollen halt in Social Media vorkommen und all diese lustigen Features nützen, versus wir müssen da Acht geben, dass wir auch das predigen, also auch, wie sagt man da, dass wir auch einhalten, was wir predigen, dass wir die anders treffen als die anderen, die das an eine Agentur abgeben und so weiter. Die anderen beiden Fragen sind ganz klare Ja's. Also wenn Netzneutralität nicht international, dann auf jeden Fall national, wobei also natürlich jede Anstrengung darin stecken, dass es international klappt. Und Verkehrsauskunft Open Data, ja natürlich. Zur ersten Frage. Ich gehe mal davon aus, dass Sie mit Weitergabe von Daten das meinen, dass man auf seiner Homepage mitteilt, mit wem man noch in Kontakt steht. Dass die FPÖ Daten jeglicher Art auch immer aktiv an die von Ihnen genutzten, oder? Mag sein, ja, dass man mitteilt auf der Homepage, dass man mit diesen Social Networks eben kommuniziert und dass damit natürlich auch indirekt ein Datenaustausch stattfindet. Das mag schon sein, aber ich möchte hier schon klarstellen, dass wir hier keine Daten die persönlicher Natur sind, an irgendjemanden noch nur weitergeben. Das ist mir wichtig, das festzuhalten. Zur zweiten Frage, Vorratsdatenspeicherung, kann ich mich nur wiederholen. Wir waren von Anfang an dagegen.
wir sagen, gehört sofort abgeschafft, am besten noch heute oder nicht schon gestern. Wir treten dafür ein, für das Modell Quick Freeze, was ich schon zuerst angedacht habe, nämlich Sicherung von Daten, wenn es erforderlich ist. Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Die dritte Frage, Verkehrsdaten, ja, wenn das nicht grundsätzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zuwiderläuft, warum nicht? Ja, ich fürchte, es ist ein Irrtum, dass die FPÖ diese Daten nicht weitergibt. Passiv mit Sicherheit. Ja, aber... Naja, aber das sind natürlich persönliche Daten und Informationen, die weitergegeben werden. Bei den Grünen ist es richtig deklariert. Ich vermute, die Daten gehen an Google, weil es mit Google Analytics zu tun hat. Was? Okay, gut, ich muss es mir auch anschauen und werde es mit unseren Administratoren besprechen, warum es so ist. So viel kann ich versprechen. Zweiter Punkt, Netzneutralität auf nationaler Ebene verankern. Da gibt es ein bisschen was zum Erzählen. Ich mache es ganz kurz. Die Sonja Abling und ich sind vor einem Jahr hier gesessen, genau bei der gleichen Veranstaltung, etwas einsamer als heute, und haben versprochen, dass wir gemeinsam über die Parteien hinweg eine Initiative für Netzneutralität im Parlament starten. Und nach mühevoll, aber doch sehr zäher Forderung haben wir es geschafft, dass wir die Frau Infrastrukturministerin Burres ins Parlament bekommen haben, und es hat einen Roundtable aller Parteien gegeben. Meine Analyse ist, es ist ein weiter und steiniger Weg, dass wir zu einer Netzneutralität auf nationaler Ebene kommen. Die Sonja Abling hat hart gekämpft, aber ich glaube, man kann schon sagen, die Ministerin Burres ist noch nicht ganz überzeugt von uns zwei. Also das war durchaus spannend, auch zu sehen, wie die Sonja Abling im Widerstreit mit ihrer eigenen Ministerin ist. Das wird noch ein zäher und weiter Weg, aber es ist das Ziel. Es ist aber noch was vereinbart worden. Es ist vereinbart worden, diesen Dialog unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft fortzusetzen. Das ist mal ganz wichtig. Eigentlich hätte man das schon im Sommer seitens des Ministeriums einhalten müssen. Aber spätestens nach der Wahl möchten wir die Stakeholder und die Zivilgesellschaft an diesen Tisch mitholen, dass nicht nur die Parteien, also das war unser beider Anliegen, dass nicht nur die Parteien, sondern auch die Zivilgesellschaft und die Stakeholder debattieren. Ich sehe es ein bisschen als Bildungsauftrag, und am Ende sollte Erfolg stehen, wenn es nämlich nicht auf europäischer Ebene verankert wird, dann auf nationalstaatlicher. Aber ehrlich muss man sagen, das wird ein sehr weiter Weg noch. Ja? Weil bei der ÖVP gibt es noch weniger Bereitschaft. Ja? Letzter Punkt, Verkehrsdaten öffentlich, ja. Gut, vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende des Programmpunkts. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Ich möchte mich bei den Teilnehmern am Podium sehr herzlich bedanken, vor allem auch für das zahlreiche Erscheinen. Albert Steinhaus hat es angesprochen, voriges Jahr waren wir ein wenig einsamer da, und gleichzeitig meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass es nächstes Jahr wiederum so zahlreich sein wird, auch wenn gerade kein Wahljahr ist. Aus der Sicht gleich heute die Einladung fürs nächste Jahr wieder hier vertreten zu sein. Die DNB wird es nächstes Jahr sicherlich wieder geben. Was mir jetzt für heute noch zu sagen bleibt, abgesehen von dem Dank, dass es jetzt noch mit einem weiteren Programmpunkt weitergeht. Und zwar gibt es hier jetzt noch bis 22 Uhr Party, weil nicht immer nur arbeiten, sondern auch Spaß dabei haben. Wenn Sie Zeit haben, noch bei uns zu bleiben, würde ich mich freuen, wenn wir noch im Einzelgespräch vielleicht ein bisschen miteinander reden können und in Kontakt sein können. Und ansonsten herzlichen Dank fürs Kommen und ans Publikum. Morgen in zwei Wochen sind Nationalratswahlen. Was immer jetzt der Eindruck der heutigen Performance der Kandidaten ist, wichtig ist auf jeden Fall hinzugehen und dort ein Kreuz zu machen, und das dann an der hoffentlich für jeden persönlich richtigen Stelle. Dankeschön.